Wie gut ist dein Deutsch? Wie würdest du beschreiben, was ich in dem folgenden Video mache? Vielleicht hast du gesagt, du trinkst Tee. Das ist richtig, aber es gibt noch ein anderes Verb, was hier noch besser passt. Und zwar abtrinken. Also, du trinkst den Tee ab. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen trinken und abtrinken? Genau darum geht es in diesem Video. Ich erkläre dir verschiedene Verben mit dem Grundverb trinken. Währenddessen werde ich dir immer wieder so kleine Quizfragen stellen, damit du wirklich selber überlegst und deine Deutschkenntnisse ein bisschen testen kannst. Mir ist es super wichtig, dass ihr wirklich echtes, authentisches Deutsch lernt, so wie es wirklich gesprochen wird. Daher erkläre ich euch zwischendurch auch immer ein paar umgangssprachliche Ausdrücke oder Redewendungen. Also bleibt dran! Und an alle neuen Gesichter herzlich willkommen! Mein Name ist Jule, ich bin zertifizierte Prüferin, Deutschlehrerin und Muttersprachlerin. Jetzt lasst uns aber starten, los geht's! Welches Verb beschreibt am besten, was ich in dem folgenden Video mache? Ich trinke den Tee aus. Ich trinke also noch den letzten Schluck des Tees, bis kein Tee mehr in der Tasse übrig ist. Vielleicht hast du das Verb austrinken auch schon mal im Restaurant gehört, wenn der Kellner dich Folgendes gefragt hat. Darf ich Ihnen bereits etwas nachschenken oder möchten Sie erstmal austrinken? Wenn dich deine Freunde im Restaurant fragen, ob du auch noch ein weiteres Getränk bestellen möchtest, dann könntest du auch Folgendes antworten. Ich habe noch, ich trinke erstmal aus, bestellt schon mal etwas ohne mich. Dieser Ausdruck, ich habe noch, ist natürlich total umgangssprachlich und bedeutet so viel wie, ich habe noch ein Getränk oder ich habe noch etwas zu trinken. Welches Verb beschreibt, dass eine Person so viel Alkohol trinkt, dass sie richtig berauscht wird? Betrinken. Zum Beispiel, Martin hat sich an seiner Geburtstagsfeier richtig betrunken. Das Verb betrinken benutzen wir also in Situationen, wenn jemand wirklich sehr viel Alkohol trinkt, so dass sich dadurch vielleicht auch sein Verhalten verändert. Wenn eine Person aber beispielsweise zum Essen ein Glas Wein trinkt, dann würden wir nicht sagen, dass sich die Person betrinkt, sondern dass hier der Genuss im Vordergrund steht. Umgangssprachlich kann man auch sagen, sich besaufen. Zum Beispiel, Martin wollte sich auf seiner Geburtstagsfeier besaufen. Am Ende des Abends war Martin dann richtig betrunken. Oder auch umgangssprachlich, am Ende des Abends war Martin dann richtig besoffen. Ich habe übrigens eine ganze Playlist erstellt, wo ich euch verschiedene umgangssprachliche Ausdrücke erkläre. Weiter geht's mit der nächsten Quizfrage. Martin hat auf seiner Feier stundenlang ohne Pause Bier getrunken. Er hat also den ganzen Abend durchgetrunken. Durchtrinken beschreibt also, dass man über einen längeren Zeitraum vielleicht ohne Pausen Alkohol trinkt. Durchtrinken kann man jedoch auch noch in einem anderen Kontext eher umgangssprachlich verwenden. Zum Beispiel, mein Nachbar Max trinkt sich gerne bei anderen durch. Vielleicht kauft er sich nicht selber Getränke, sondern er fragt immer seine Freunde, ob er vielleicht von ihnen einen Schluck abhaben kann. Damit ihr den Wortschatz aus diesem Video nicht nur einmal gehört habt, sondern auch direkt anwenden und üben könnt, erstelle ich zu jedem Video eine Wortschatzliste, das Skript des Videos und vor allem diverse Aufgaben. Das alles findest du in meinem Mitgliederbereich. Schau gerne mal vorbei. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Stell dir folgende Situation vor. Du kommst morgens ins Büro, du bist vielleicht noch etwas müde und hast dich auf deinen ersten Kaffee mit Milch gefreut. Beim Blick in den Kühlschrank musst du aber feststellen, dass deine Kollegen bereits die ganze Milch getrunken haben. Welches Verb würde jetzt in den folgenden Satz gut passen? Die Milch ist bereits komplett leer, da deine Kollegen die Milch weggetrunken haben. Die Kollegen haben also die Milch bereits ausgetrunken. Umgangssprachlich wird hier manchmal auch das Verb wegtrinken verwendet. Hier noch ein anderes Beispiel. Auf der Hochzeitsfeier haben die Gäste ihren Sekt wie im Nu weggetrunken. Man könnte auch sagen,
Auf der Hochzeitsfeier haben die Gäste wie im Nu ihren Sekt ausgetrunken. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Bitte schau dir einmal die folgende, leider sehr traurige Nachrichtenmeldung an und überleg, welches Verb hier am besten passen würde. Alle, die sehr regelmäßig meine Videos schauen, wird diese Nachrichtenmeldung möglicherweise bereits bekannt vorkommen. Die passende Antwort lautet hier: Zwei Touristen ertrinken am Strand in Italien. Familie muss alles mit ansehen. Die Nachrichtenmeldung informiert uns darüber, dass in Italien zwei Touristen im Meer gestorben sind. Vielleicht fragst du dich gerade, warum ich denke, dass die Touristen im Meer gestorben sind und nicht vielleicht einen Unfall am Strand hatten. Das Verb ertrinken bedeutet, dass man im Wasser ums Leben gekommen ist. Zum Beispiel, weil man nicht gut schwimmen kann oder vielleicht, weil es starke Strömungen im Wasser gab. Der zweite Teil der Nachrichtenmeldung beschreibt, dass eine Familie Zeuge des ganzen Unfalls wurde. Die Familie musste also alles mit ansehen. Auch mit dem Verb sehen gibt es noch viele weitere Verben, wie zum Beispiel ansehen. Diese habe ich euch bereits in einem anderen Video erklärt, welches ich euch unter diesem Video verlinken werde. Wenn du in Zukunft keine meiner Videos verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke. Weiter geht's mit dem Verb ertrinken. Das Verb nutzen wir nicht nur für Personen oder auch für Tiere, sondern manchmal auch in einem sehr abstrakten Kontext, zum Beispiel für Städte. Die Stadt Jakarta droht zu ertrinken. Ich hatte dieses Jahr die Chance, für einige Wochen durch Indonesien zu reisen und ich war unter anderem in Jakarta. Die Aussage Jakarta droht zu ertrinken macht also darauf aufmerksam, dass die Meeresspiegel immer weiter steigen und dass Jakarta dann irgendwann vielleicht nicht mehr so existiert, wie wir es heute kennen. Das Verb ertrinken kannst du jedoch auch ein bisschen ironisch in der Umgangssprache verwenden. Zum Beispiel, ich ertrinke in Nachrichtenanfragen. Wenn die Anmeldephase zu meinen Deutschkursen öffnet, dann veröffentliche ich meistens auf Instagram entweder einen Post oder einen Reel zu den neuen Kursen. Danach erhalte ich manchmal in super kurzer Zeit extrem viele Nachrichten. Und dann könnte ich umgangssprachlich sagen, ich ertrinke in Nachrichten. Erinnerst du dich noch, welches Verb hier am besten passte? Abtrinken. Ich trinke den Tee ab. Das Verb abtrinken benutzen wir häufig, wenn wir zum Beispiel ein Glas oder eine Tasse zu voll gemacht haben, so dass die Flüssigkeit bis zum Rand steht. Lass uns noch ein anderes Beispiel anschauen. Hast du schon mal von dem Klischee gehört, dass die Deutschen sehr viel Bier trinken? Natürlich gibt es auch in Deutschland viele Menschen, die kein Alkohol oder vielleicht nur sehr wenig trinken, aber die Statistiken zeigen, dass im Durchschnitt schon recht viel Bier getrunken wird. In 2023 betrug der Bierverbrauch pro Kopf im Durchschnitt 88 Liter. 88 Liter. Vielleicht hat dir jemand schon mal Folgendes gesagt. Du musst erst die Blume vom Bier abtrinken. Ja, du hast richtig gehört, die Blume vom Bier abtrinken. Es geht hierbei nicht um Blumen, also Pflanzen, sondern es geht um die Schaumkrone, die auf dem Bier drauf ist. Abtrinken bedeutet hier also eher, dass du den Schaum vom Bier trinkst, also dass du zuerst den Schaum trinkst. Damit du den neuen Wortschatz nicht bereits wieder morgen vergessen hast oder ihn vielleicht verstehst, aber nicht selber beim Sprechen anwendest, habe ich für euch verschiedene Aufgaben erstellt, um den Wortschatz zu trainieren. Diese findest du in meinem Mitgliederbereich. Eure Mitgliedschaften ermöglichen es mir, dass ich neben meiner Arbeit als TELC-Prüferin und Deutschlehrerin auch weiterhin für euch hier kostenlose Videos auf YouTube veröffentlichen kann. Wir sehen uns wie immer nächste Woche Sonntag, zwischendurch in einem meiner Deutschkurse oder auf Instagram.